So Leute, da bin ich schon wieder zurück und ihr habt es bestimmt mitbekommen, es gibt jetzt endlich das LTM mit dem Hängegleiter und dem Ladebildschirm. Ich habe mir gerade schon mal eine Runde angeguckt, ich erkläre es euch aber nochmal ganz simpel, was quasi zu tun ist. Dafür gucken wir uns erstmal die Neuigkeiten selbst an bei Epic Games, nämlich Fortnite LTM, die unmögliche Flucht entkommt der gefährlichen Insel. Ist eigentlich alles ziemlich simpel. Wir gehen auch gleich mal rein in eine Runde. Den Trailer habe ich eben schon für euch hochgeladen. Den habt ihr auch im Spiel drin. Jetzt ist das Problem. Kurz zusammengefasst, wir haben einen Helikopter. Den müssen wir quasi reparieren. Und wir haben PvE-mäßig, haben wir halt, wie soll ich das jetzt sagen, halt Gegner auf der Map. Sei es Tiere, sei es menschliche Gegner, sag ich jetzt einfach mal, die halt auf euch schießen. Ich habe eben schon mal eine Runde gemacht. Erst mussten wir Raptoren killen, war eigentlich ganz easy. Das Problem ist nur, es gibt keine Kisten. Das ist schon mal das erste Manko. Also man hat eigentlich kaum Munition. So, dann bekommen wir den Hängegleiter nur im PvP-Modus. Und den Ladebildschirm, den hier, bekommen wir nur im PvE-Modus. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal nochmal gerade in-game. Also wir gehen auch gleich eine Runde rein, keine Panik, könnte ein längeres Video werden. Nämlich, wenn wir hier gucken, PvE, Team, und ihr seht es hier ganz oben rechts steht, gewinnt ein Ladebildschirm. Heißt, wenn ihr die Flucht schafft, aber halt PvE-mäßig, bekommt ihr nur in Anführungszeichen den Ladebildschirm. Ich sehe gerade, 19 Freunde von mir sind gerade da drin. Ich denke mal, jeder denkt immer, er kriegt den Hängegleiter. Nein. Den Hängegleiter bekommen wir nur, wenn wir das Ganze im PvP-Modus machen. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal im PvP-Modus an, aber das wird natürlich schwierig werden. Aber wir gehen trotzdem mal rein, gucken uns das Ganze halt wie gesagt mal an. Ich habe es eben geguckt im PvE-Modus. Das Problem war, der eine hatte schon einen Teil gefunden. Ich wollte aber noch ein anderes Teil holen. Das Problem war einfach an der ganzen Geschichte, das Teil, was ich haben wollte, da waren halt gefühlt 10 Gegner. Also nicht menschliche Gegner, sondern PvE-Gegner. Und das war dann ein bisschen schwer, würde ich sagen. So, wir gucken uns das Ganze halt, wie gesagt, jetzt nochmal an. Ich denke mal, ich werde es nicht schaffen. Da werde ich wohl oder übel mit euch zusammen das Ganze machen müssen. Nur ich wollte euch halt einfach mal zeigen, wie so der grobe Ablauf ist. Und denkt dran, den Ladebildschirm bekommt ihr nur PvE und PvP bekommt ihr nur den Hängegleiter. So, gucken uns das Ganze jetzt mal an. Mal gucken, wie das Ganze jetzt aussieht. Also eben hatte ich eine Pump und eine Pistole. Und dann auf einmal hatte ich halt einen Mitspieler. Wie es PvP aussieht, kann ich euch jetzt ganz ehrlich nicht sagen. Und eins kann ich euch auch sagen, es hat geleckt wie die Hölle. So, erstmal Mechanikteil. Hier hatte ich nämlich eben schon eine Pump. Aber ich bin eben, wo bin ich schon nochmal gelandet? Da kam ich an. Also diesmal bin ich an einer ganz anderen Stelle von allen. Holt euch schon mal auf jeden Fall genug Meds mit. Das war nämlich schon mal das Problem. Eben bei mir, ich hatte nicht genug Meds dabei, wodurch ich mich quasi, da ich kaum Munition hatte, mich nämlich auch nicht wirklich verteidigen konnte. Dann haben wir Jump Pads wieder im Spiel. Nutzt die. Ihr müsst teilweise echt flüchten, weil ihr einfach nicht genug Power habt. Ist halt einfach leider so. So, mal gucken, wo ich hier jetzt was finde. Ah, seht ihr, hier wird mir zum Beispiel schon mal eine Truhe angezeigt. Dann gehe ich zum PvP-Männchen. Erstmal hole ich mir die Truhe, weil mit der Waffe wird es ein bisschen schwierig. Ah, fängt schon mal besser an als eben. So, 16 Leute sind noch am Leben. Jetzt weiß ich nicht, PvP-mäßig geht es wahrscheinlich darum, wow, wer als erstes quasi da ist, hat die Runde quasi gewonnen. Das ist halt die Frage, wie geht man vor? Man hat 30 Minuten Zeit, das Ganze zu machen. Also es könnte, wie gesagt, ein längeres Video werden, wenn ich hier ein bisschen besser durchkomme als das letzte Mal. Weil beim letzten Mal bin ich halt wirklich, ich habe einen Mitspieler direkt gefunden und dann sind wir halt direkt schon losgetigert, in Anführungszeichen. Und da haben wir schon angefangen, die Aufgaben zu machen. Und das Gute ist auf jeden Fall, wir bekommen auf jeden Fall auch XP. Ihr seht schon, ich bin nicht mehr am Level, 225 erreicht, aus dem Grund nicht wundern, warum ich auch jetzt nicht mehr leveltechnisch irgendwie großartig steige. Aber ich sage ganz ehrlich, das Level reicht mir vollkommen. Dann guckt, dass ihr irgendwie Blue Life bekommt. Das Problem ist, ihr habt es jetzt gesehen, ich habe eine Kiste angezeigt bekommen, das war es aber auch. Hallo, darf ich mit dir reden? Hallo, Frau Genesung. Aha. So, zack. So, meine Karte wurde aktualisiert.
Ist das jetzt ein Mitspieler? Ich meine ja. Das ist nämlich halt immer das Problem, ob das jetzt Gegner sind oder Mitspieler. Also Aufgabe, repariere einen Chopper, um damit die Insel zu entkommen, ist klar. Gib einem anderen Spieler einen High Five, um ein Team zu bilden. Finde eine Jagdmeisterin, um von ihr Tipps und Auftrag zu erhalten. Okay. So, ihr seht schon Tiere. Und guckt halt auch, dass ihr Heilung mitnimmt. Egal, was ihr findet, holt's mit. So, ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt ein Mitspieler? Ich bin mir nicht sicher, weil das ist eigentlich ein roter Kreis. Aber ich gehe jetzt eh mal zu der Kundschafterin, weil unser Shopper ist nämlich hier. Da muss ich auf jeden Fall hin, weil dort muss ich halt quasi mir dann anzeigen lassen, wo die ganzen Gegenstände sind. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil entweder 4 oder 5 Gegenstände muss man insgesamt einsammeln. Kann man gucken, weil eine Jagdmeisterin. Also ich denke jetzt, warte mal, nee, das ist nur ein Beobachtungsturm, ne? Jetzt weiß ich aber auch nur nicht, ob der, wie heißt denn die Trolle nochmal? Die Tormeisterin, Wachtmeisterin, wie auch immer. Ob die überhaupt da ist? Ich gehe aber immer noch. Wird er mir nicht angezeigt. Ach Gott, ich werde hier wahnsinnig. Wie gesagt, ich bin selber gerade die zweite Runde hier drin. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich irgendeine falsche Info raushau. Turm entdeckt. Ah, damit kann. Hä? Damit kann ich dann Dings. Da unten Ziele in der Nähe. Ah, okay. Kommt man nochmal in den Turm hoch? Ist hier keine. Also ich weiß jetzt schon, der Modus wird interessant für alle werden. Weil dadurch haben wir jetzt echt was, was wir zusammenspielen können. So, deine Karte wird aktualisiert. Also, da muss ich schon mal hin. Da ist meine Jägerin. Also, ist auf jeden Fall schon mal anders als in der ersten Runde, wo ich da war. Dann denkt an den Turm hoch. Damit könnt ihr viele Meter gut machen. Jetzt natürlich die Frage: Hole ich mir noch Munition oder nicht? Ne, wir gehen erstmal in die Richtung. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Erstmal 2 Städte abfarmen. Gucken, soll man sich erst Munition holen und hat man nicht gesehen. Und Metz vor allem. Ja, wie ihr seht, selbst hier die Bude ist komplett leer. Aber wir gehen auf jeden Fall jetzt mal da, wo ich markiert habe, weil mit der müssen wir reden. Da ist schon mal ein Auto. Ich weiß gar nicht, hat man hier immer einen Hängegleiter? Nee. Ah, da hinten ist eine Munitionskiste. Munition ist echt das Wichtigste. Glaubt's mir. Das Ganze ist natürlich jetzt PvP. Also ich weiß nicht, wenn hier ein Gegner auftaucht, wie es dann aussieht. Ne? Das ist natürlich jetzt auch so für mich das Problem, weil ich nicht weiß, wer ist ein Gegner und mit wem kann ich mich anfreunden. Also das ist mal ein Modus, da haben sie sich was einfallen lassen. So, mal gucken, ob er der andere jetzt auch darüber ist. Weil ich schätze mal, ich wurde ihm ja wahrscheinlich auch angezeigt. Ja, sprich mit der Jagdmeister, um Schopperteile zu finden. Ja, deshalb gehe ich auch da hoch. Zack, zack, zack. Bam, 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 bam. Und denkt dran, wem das Ganze gefällt, natürlich gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Aber diesmal ist es auch nicht verbuggt, muss ich sagen. So, der Shopper ist klar, der ist da. Das ist gut. Gut, wirklich geholfen hat die mir jetzt auch nicht, ne? Machen wir ein paar Meter, ein bisschen Zeit sparen. Gut, wir haben noch die Granaten. Gott, 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 Gott. So, markieren wir uns mal den Shopper. Aber wie gesagt, schreibt auch gerne in die Kommentare. Ich weiß jetzt schon, ich weiß ja, wie es ist. Irgendeiner von euch hat es eh schon. Grüße gehen raus an Luca und so. So, warte mal, hier gehe ich hin. Wie gesagt, holt euch alles mit, was ihr finden könnt an Waffen. Also Waffen und Fortbewegung, das ist halt so das, was ich schon in der ersten. Da hinten wurde geschossen. Ach, die sind am Shopper. Lol, dafür habe ich Schaden bekommen. Ist das jetzt so ernst? Zwei Stunden, kann ich die jetzt komplett besiegen, oder? Ja, mit 90 HP ist natürlich Kacke. Wer pfeift hier? Das ist definitiv ein Gegner. Ja. Gut.
Ja, schon mal einen Kill. Ich weiß nur nicht, ich glaube, er war auch alleine im Team. Aber Leben wäre natürlich jetzt schon. Aber irgendeiner hat gepfiffen. Und wenn einer gepfiffen hat, bedeutet eigentlich immer, dass irgendwo einer ist, mit dem ich mich verbünden kann. Oder das Ganze ist halt jetzt, du musst mit ihm da rein. Weil die hat mir ja schön gezeigt, wo die Teile sind, ne? Folge den goldenen Symbolen auf der Karte. Ja, klasse. Die hat mir gar nichts gesagt. So, gehen wir einfach nochmal zu der hin. Ich sag jetzt schon, das hier war 100 pro und Fett. Ja, genau. Gut, gehen wir holen mal das Lagerfeuer mit. Aber es leben auch schon nur noch 7. Es kann natürlich, ich weiß ja nicht, wie es ist. Ich weiß ja auch nicht, wie ihr das bis jetzt so gemacht habt. Oh Gott. Abenddämmerung ist nicht gut. Abenddämmerung bedeutet nämlich immer Gegner. Komm, ich will nur 100 Leben. Oh, siehst du? Und schon wird's nervig. Ich werde hier safe an den Tieren sterben, ey. Weiß ich jetzt schon. Weil ich kann ja auch nicht. So, sind schon mal 2. Oh Gott, ey, das wird lustig hier, ey. Eigentlich hätte Mini doch da oben Infos geben müssen. So, diesmal mal ist anders als vorher. Ich stelle mir diesmal den Dings her. Dann können die Tiere mir eigentlich schon mal nichts machen. Hallo. Ist da? Wieso kann ich den nicht benutzen? Was bringt es mir denn, wenn ich den herstellen kann und kann ihn nicht... Ach doch. Hab nichts gesagt. Was mich halt nur wundert, eben, dass da einer gepfiffen hat. Das ist halt das, was mich wirklich wundert, weil normalerweise ist das nur dann, wenn irgendwo einer ist, der mit ihr ein Team bilden will. So war es nämlich beim ersten Mal. Ah, siehst du, jetzt habe ich den Auftrag, den ich eben erst schon mal hatte. Nämlich die Raptoren holen. So, und die Raptoren sind da. Heißt, da muss ich jetzt so schnell wie möglich hin. Ach, jetzt fängt es an zu ruckeln. Das Problem. Greift der mich trotzdem an? Ach, und es laggt. Seht ihr das? Oh, das meinte ich mit, holt euch genug Metz mit. Und holt euch das Fleisch mit, auf jeden Fall. Oh, kann ich jetzt nochmal da hinlatschen? Das ist ja ätzend, dass ich kein Team habe. Aber vielleicht habe ich wirklich das Glück und ich kann das Ganze aussitzen und die 6 Leute, die 5 anderen Leute sterben noch. Das wäre halt noch eine Möglichkeit. Weil dann ist die Runde für mich eigentlich auch gewonnen. Oder aber man muss wirklich auf der Insel entkommen, ansonsten zählt es nicht. Müssen wir halt jetzt einfach mal zusammen rausfinden. Ich habe auch schon so ein bisschen rumgeguckt. Also iPlayTobi zum Beispiel hat auch nur ein Video hochgeladen. Ja, so in etwa müsst ihr es machen. Und dann, also bekommen hat er den Kleider auch noch nicht. Na, Beine. Oh Gott, wie wenig Metz bekommt man denn sicher jetzt erst? So, auf jeden Fall Fleisch und den Lagerfeuer nutzen. Oh Gott, wie wenig Metz bekommt man. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Ist da hinten? Das ist nur ein Huhn. Wie gesagt, ein Kill haben wir jetzt. Wir sind eben mit 16 Leuten reingegangen. Wäre natürlich Nonplusultra, wenn ich direkt schon... Was? Position des Spielers wurde auf der Karte aufgedeckt. Ah, er rennt auch noch darum. Ja, ich weiß halt nur nicht, ist es ein Gegner oder nicht. Das ist halt das Problem. Ja, und jetzt habe ich das Problem, dass hier die Raptoren sind und ich alleine bin. Da ist einer. Ach, noch ein Wolf, dankeschön. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen, ey? Und dann mit so wenig Munition.
Guck mal, keine Mats. Lol, ey, das kannst du ja eigentlich nur machen. Oder kann man da nur solo reingehen? Weil hier werde ich verrückt, das sag ich euch jetzt schon. Er rennt immer noch rum. Also ich werde es echt mal ausprobieren, ob man das schafft, einfach auszusetzen. Einfach in der Hoffnung, dass die anderen nicht einen töten. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen trotzdem helfen. Wenn ich mehr weiß, werde ich das Ganze natürlich hochladen. Ist natürlich nicht ganz so einfach jetzt das Ganze, weil es für alle neu ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten natürlich gerne auch ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.